Liebe Hövloverinnen, liebe Hövlover, es ist schon ein besonderer Tag, der heutige 18. März 2020. Ein Frühlingstag, die Sonne scheint. Ja, wir hören auch schon wieder die Bienen summen. Wir sehen an einzelnen Bäumen schon die Blüte wiederkommen. Doch nichtsdestotrotz ist ein Tag, den es in dieser Form wahrscheinlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr gegeben hat. Die Einzelhändler haben weitestgehend geschlossen. Es ist eine gewisse Stille auf den Straßen. Wir merken eine gewisse Unsicherheit bei den Menschen. Was wird kommen in den nächsten Tagen, Wochen, wenn nicht sogar Monate? Wird dieser Virus auch mich persönlich treffen, meine Familie, meine Angehörigen? Wird es zu extremen Krankheitsverläufen auch hier bei uns kommen? All diese Sorgen prägen die Menschen. Und das ist Ihnen natürlich auch in den Gesichtern anzusehen. Nichtsdestotrotz zunächst mal das Positive. Es gibt weiterhin genug zu essen. Die Lebensmittelproduzenten tun ihr Bestes. Die Bauern bestellen wieder ihr Felder. Auch sonntags können Sie jetzt einkaufen, die Einzelhändler für Lebensmittel, die Drogerien, die Apotheken. Sie sind weiterhin für Sie da, um sie bestmöglich zu versorgen. Auch die Restaurants haben weiter geöffnet, allerdings auch leider nur noch bis 15 Uhr. Doch sie haben die Gelegenheit, ihre Speisen dort zu bestellen. Die Köche stehen parat, ihre feinsten Menüs weiterhin zu produzieren und ihnen zu kredenzen. Sie bekommen das Essen bis nach Hause geliefert. Stehen Sie daher auch jetzt in diesen schlechten Zeiten zu unserer heimischen Gastronomie, damit sie überleben kann und damit sie auch demnächst weiter für uns da ist, um uns wirklich mit guten Speisen auch zu erfüllen. Ja, auch die Handwerker sind für sie da weiterhin. Sie arbeiten, sie tun ihr Bestes, damit Haus, Hof und Heim weiterhin auch instand bleiben. Scheuen Sie sich nicht, auch in diesen Zeiten die Handwerker anzufragen. Ich höre von Einzelnen schon, dass man etwas vorsichtiger ist bei der Beauftragung dieser. Doch es sind ja immer nur wenige, die zu Ihnen ins Haus kommen. Und was wir vermeiden sollen, sind größere Menschenansammlungen. Deswegen, der Handwerker braucht Sie auch jetzt, genauso wie wir ihn demnächst wieder verstärkt brauchen werden. Deswegen halten Sie zur Stange, halten Sie weiterhin zu unseren heimischen Handwerkern. Ja, ich höre von vielen kleineren Betrieben, die sich schon Sorge machen um ihre Zukunft. Kurzarbeit droht an einzelnen Stellen. Liquiditätsengpässe sind da. Und hier ist natürlich jetzt insbesondere auch die Bundesregierung gefragt, mit Sofortmaßnahmen auch zu helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Angekündigt ist es, und das Ganze muss möglichst jetzt auch schnell und unbürokratisch durchgeführt werden. Denn es sind diejenigen, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gar mit ihrer Steuerkraft dazu beigetragen haben, dass es uns in Deutschland, aber auch hier gerade in Hövloff so gut geht, dass wir so viel investieren konnten in verschiedenste Projekte. Und jetzt ist es an der Zeit, auch ein wenig von dem, was diejenigen eingezahlt haben über die Jahre, zurückzugeben, damit sie diese Zeiten auch überstehen. In Hövloff halten wir eng zusammen, gerade in solchen Situationen. Wir haben ein enges Netzwerk geknüpft aus Ärzten, aus Apotheken, die uns mit Medikamenten versorgen, unseren Hilfsorganisationen, dem Malteser Hilfsdienst, dem Deutschen Roten Kreuz, der Freiwilligen Feuerwehr. All diejenigen stehen parat, machen sich schon jetzt Gedanken, falls es noch mehr Hilfe bedarf, falls wir noch enger zusammenrücken müssen und auch in größeren Notsituationen vorgesorgt haben sollten. Ja, es gibt auch Angebote bereits der Schützen, der Kirchen, zu helfen, wenn es darauf ankommt, die Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, selbst einzukaufen. Oder wenn handwerkliche Dienste gefragt sind, weil vielleicht ein Handwerksbetrieb aufgrund des Coronavirus nicht mehr selbst tätig werden kann, dann sind die Handwerker, die in den Reihen der Schützen da sind, parat und werden ihnen helfen. Ja, genau das ist ein echtes Stück Hövloff, dass wir zusammenstehen, wenn es darauf ankommt. Wir haben hier einen Krisenstab, der sich täglich mehrfach trifft, darüber beraten, was wir in den nächsten Tagen und Wochen zu tun haben. Und wir werden auch weiterhin versuchen, das Bestmöglichste hier in Hövloff zu tun, damit diese Pandemie kein größeres Ausmaß auch für unsere Gemeinde haben wird. Und deswegen sind wir auch realistisch.
Wir glauben nicht, dass am 19. April bereits alles vorbei sein wird, sondern wenn wir jetzt alles auf Null fahren, dann bedarf es auch einiger Zeit, bis wir wieder auf 100% hochkommen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir schon in 2 oder 3 Monaten wieder in größeren Zelten uns begegnen können, um miteinander zu feiern. Sondern wir werden eine etwas längere Zeit jetzt nicht mehr in diesem Ausmaße uns begegnen können. Doch nichtsdestotrotz bleiben wir ganz, ganz eng in Kontakt, bleiben wir ganz, ganz eng im Gespräch über die unterschiedlichen Wege. Und so können Sie auch uns hier im Rathaus weiter erreichen. Jederzeit sind wir über E-Mail, über Telefon oder über andere Kommunikationsmittel für Sie da. Sprechen Sie uns an, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns. Wir versuchen schnellstmöglich zu reagieren, um Ihnen bei den Sorgen zu helfen. Und so haben wir auch gerade gestern erst wieder gemerkt, was Hövelhoff besonders ausmacht. Wir merkten, dass es nicht ganz so einfach war, die Krisennummer beim Gesundheitsamt zu erreichen, um die entsprechenden Abstriche auch nehmen zu können. Sie wissen, wir hatten die Besonderheit in Hövelhoff, dass in der vergangenen Woche eine niedergelassene Praxis einen Pandemiefall hatte, einen Corona-Fall, und dass wir deswegen auch besondere Sorgen in der Bevölkerung spürten. Wann bekomme ich meinen Abstrich? Bin ich eventuell sogar selbst betroffen? Wir haben gesagt, wir finden eine Hövelhoffer Lösung für diesen Weg. Rufen Sie daher unser Krisentelefon in Hövelhoff an. Wir werden einen Termin koordinieren mit der Praxis Dr. Schneider in dringenden Notfällen. Und die Praxis ist bereit, Ihnen dort auf dem Parkplatz im eigenen Auto einen Abstrich zu nehmen. 5009131 ist unsere Krisennummer. 5009131. Wir sind täglich für Sie erreichbar. Die Schulen, die Kindergärten sind ebenfalls geschlossen, aber heute ist die Notfallbetreuung wieder angelaufen. Für die Berufsgruppen, die besonders wichtig sind jetzt für das Aufrechterhalten des Lebens, insbesondere natürlich in den medizinischen Berufen und in den staatlichen Aufgaben, die sich insbesondere auch mit der Sicherheit beschäftigen, werden wir eine Notfallbetreuung anbieten. Ich darf Ihnen herzlich danken, dass Sie dies auch nur in den dringenden Notfällen in Anspruch genommen haben, dass Sie sich selbst organisiert haben in Ihren eigenen Bereichen, in Ihren Familien, bei Ihren Angehörigen, um uns dort ein wenig Entlastung zu bieten. Denn Sie wissen, je weniger Menschen derzeit zusammenkommen, umso größer ist die Chance, dass wir hier in Hövelhoff dieses Virus nicht weiter ausbreiten lassen. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns in den nächsten Tagen öfter in dieser Form miteinander kommunizieren. Lassen Sie uns alles dafür tun, dass wir diese Krise gemeinsam gut meistern und dass wir irgendwann auch wieder dann zusammenkommen können und auch miteinander richtig stark feiern können. Herzliches Dankeschön zunächst mal für die Gelassenheit, die ich bisher gespürt habe, und auch für die große Hilfsbereitschaft hier in Hövelhoff. Und ich darf Ihnen daher noch einen schönen Tag und einen schönen Abend wünschen und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.